Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, wir haben mal einen Tag vorgespult, ne? Wir sind jetzt hier im zweiten Frühling. Und ich bin dabei, die Zwiebeln auszusehen. Ist zwar auch ein bisschen komisch. Eigentlich hast du dafür ja Setzlinge, Stecklinge, irgendwie so. Aber, naja, im LS ist ja alles ein bisschen anders. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Ne? Wir fangen an, hier die Sachen auszusehen. Mal den Fronttank ein bisschen runter machen. Sonst sehe ich nicht so richtig, wo wir hier fahren. Ne? Gedüngt wird nebenbei auch noch ein bisschen. Ist nicht so sehr viel. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal mit dem Streuer rüberfahren. Aber das Saatgut geht ganz schön schnell weg, so wie das aussieht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja gut, wir sind ja nicht weit vom Hof weg. Dann können wir ja schnell einmal rüberfahren und nochmal einmal was nachfüllen, ne? Wenn nötig. Ist ja auch nur ein kleines Feld, ne? Das geht ja dann doch wieder sehr zügig mit uns hier, sag ich mal. Wie gesagt, ein bisschen eingestellt. Er bringt etwas mehr Dünger aus. Nur ein kleines bisschen mehr. Jetzt habe ich den ja immer auf niedrigste Stufe, jetzt habe ich den mal ein bisschen höher genommen, weil wir ja vorweg ja schon einmal sozusagen gedüngt haben. Und zwar mit der Zwischenfrucht. Deswegen haben wir hier jetzt ein bisschen ich weiß nicht, was das hier jetzt ist. Hier ist es auch. Okay. Komische Sache. So, jetzt kommt die Fahrgasse, ne? Ihr seht, dass es so leicht ins Grüne geht. Also sehr leicht ins Grüne. Unten auf der Karte. Ist noch nicht hundertprozentig gedüngt. Ne? Ein bisschen was können die Zwiebeln denn wohl noch vertragen. Nee, Quatsch, so. Ja, so. Ja, lieber die Fahrgastenschaltung ein bisschen früher ausheben. Dann gegebenenfalls nochmal runterlassen später. Muss man nicht, ne? Man kann auch so durchfahren.
Für mich sieht das so ein bisschen schöner aus, denn gerade bei solchen oder an den Ecken halt finde ich das dann nachher doch ein bisschen schöner. Deswegen haben wir gar nicht geguckt. Müsste ich jetzt noch mal gucken. Da ist das auch. Da ist auch so Müll. Fragt mich nicht, Leute, was das jetzt sein soll. Ich könnte wetten, da wächst nichts mehr. So. Hier machen wir jetzt keinen Spurenreißer an, weil das letzte Mal hatten wir gleich von hier oben nach unten gemacht. Das machen wir von unten nach oben mit der Fahrgasse, dass wir das auch so ein bisschen versetzt immer mal haben, ne? Wir machen jetzt hier nur so ein, ich sage gerne, so ein Angstvorgewende, ne? Klasse. Na gut, dann kann ich auch heute nochmal ein bisschen zocken. Wir haben nämlich heute Dienstag. Ich nehme die ganzen Folgen für die Wochen schon auf. Also das hier ist die Freitagsfolge, müsste das jetzt sein, ne? Müsste die Freitagsfolge sein. Oh. Bei mir hat er eben Call of Duty installiert. Oder ein Update gemacht. Er hat, das war kein großes Update, er hat nur, was weiß ich, 175 MB. Das ging ja rucki zucki, ne? Das war einmal zack bumm, aber das Kopieren, das hat jetzt, vielleicht weil ich nebenbei auch noch zockt, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wieso das bei mir immer so lange dauert. Keine Ahnung. Vielleicht weil ich so viel drauf habe. Spiele und so was alles. Das wäre vielleicht noch möglich, denn das daran liegt. So. Das war die erste Bahn, das ist jetzt die zweite Bahn hier. Ne? Ich kann gerne ein bisschen aus der, aus der Innensicht fahren. Das ist dann die dritte. Die nächste ist dann die Fahrgasse. Ich weiß nicht, was das da für ein oranger Strich jetzt noch wieder in der Mitte ist da. Vielleicht geht er beim nächsten Mal düngen richtig weg. So.
So mit O. Naja, das mit den Zwiebeln, das dauert aber noch ein bisschen. Und wie gesagt, da Dünger verbraucht ja nicht so viel. Hier stellen wir das, hier stelle ich das ja immer gerne runter. Außer bei den Sonnenblumen, da werde ich das auf Automatik stellen. Weil die Sonnenblumen brauchen auch nicht so viel. Das hatten wir ja auf der Untergriesbach. Da hatte ich, obwohl ich den auf ganz wenig eingestellt habe, war die Düngerstufe sehr hoch. Also, ne? Deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen bei den Sonnenblumen, die wir dann später noch ansehen werden. Da stellen wir die Sämaschine dann auf Automatik um. Ja, ich mache das gerne, gerade wenn man so eine Dünger-See-Kombi hat, bei der ersten ein bisschen weniger Dünger ausbringen. Und den Rest dann nachher mit der mit dem Düngersteuer zu machen. Ich glaube, wir werden jetzt hier gleich noch mal einmal eine Fahrgasse reinmachen, weil wir haben so ein kleines Problem, dass wir von der nicht bis da hinten kommen denn halt, ne? Das Problem hatten wir ja unten auch schon gehabt. Da war da so ein Streifen, der nicht gedüngt war. Oder kein Unkraut bekämpft worden war. Also werden wir jetzt hier eine zusätzliche Fahrgasse noch mit reinmachen. Ist mir lieber, weil ich schaffe es nicht. Wir müssten jetzt hier, dann würden wir kurz davor noch mal eine machen. Und das ist dann doch ein bisschen doof. Jawohl. So, okay. Freunde, das war eben richtig doof. Also so richtig, richtig. Ich weiß nicht, wieso ich den... Also hier würden wir jetzt noch eine Fahrgasse machen, ne? Dann würden wir unsere andere hier kaputt machen, sozusagen. Das wollen wir nicht. Wenn wir hier erstmal das Stück nochmal wieder übersehen, was wir hier gerade kaputt gemacht haben. Und jetzt hier noch mal langsam. Ich hoffe mal, dass das Saatgut jetzt noch reichen wird bis nach oben. Doch, sollte reichen, ne? Ja, das reicht noch. Wie gesagt, dann machen wir lieber eine zusätzliche Fahrgasse noch mit rein. Alles kein Problem. Quatsch. Gut. Können wir die ganze Sache noch einmal sauber machen fahren? Tank hängt echt ein bisschen hoch, muss man sagen, ne? Können wir hier schon mal auf Sonnenblumen umstellen? Brauchen wir ja auch irgendwann die Tage jetzt, ne? Aber wir werden das jetzt erstmal noch mal ein bisschen sauber machen. Die ganze Sache, der Käse steht hier auch noch rum. Der kommt dann jetzt im gleichen Atemzug nachher mit Karotten ansehen.
Gut, ich werde mal hier den Baltra und die Seemaschine noch ein bisschen sauber machen, weil wir sind nämlich am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.